Jo Leute, 360 Football hier und heute drehen wir ein ganzes Fußballtraining ohne Equipment, das heißt ohne Ausrüstung und alles was du brauchst sind deine Schuhe und ein Fußball und wir werden Ballkontrolle aufnehmen, Schnelligkeit, dann Passqualität, Ballannahmen, tief und hoch, Torabschluss und am Schluss auch noch ein bisschen Kraft, alles in einer Einheit drin, also let's go guys! Thema Ballkontrolle eignet sich optimal zum Aufwärmen. Der erste Punkt ist die Übung sauber beherrschen. Zweiter Punkt ist dann das Tempo steigern. Dann dürfen auch Fehler passieren. Wir müssen das Risiko eingehen. Und das dritte ist den Blick auch teilweise vom Ball lösen. Let's go! Bei dieser Übung zweimal mit der Innenseite, zweimal mit der Außenseite und unbedingt darauf achten, dass ein Ballkontakt sehr nahe ist und einen ziehst du weiter mit. Der Unterschied muss wirklich sichtbar sein. Hier berührst du den Ball zweimal mit der Innenseite und dann beim dritten Kontakt mit der Sohle. Unbedingt auf den Rhythmus achten und mit der Zeit volles Tempo gehen. Achte bei dieser Übung hier unbedingt auf den zweiten Kontakt mit der Außenseite. Das sollte nicht zu weit sein, damit du den Übersteiger immer noch dynamisch und sauber ausführen kannst. Hier muss die Schusstäuschung effizient ausgeführt werden. Das bedeutet für dich, der Gegenspieler beispielsweise muss wirklich das Gefühl haben, dass du den Abschluss suchst. Ballkontrolle ist jetzt fertig, jetzt kommen wir zu den Sprints. Du musst wirklich 100% aufgewärmt sein für die Sprints. Das heißt, falls du nicht 100% aufgewärmt bist, mach noch etwas für dich. Wir machen jetzt 2 Übungen auf 4 Sprints und danach 2 Minuten Pause pro Sprint, damit du wirklich gut erholt bist, damit du beim nächsten Sprint wieder 100% geben kannst. Legen wir los. So, Schnelligkeit gemacht, kurz und knackig, Qualität vor Quantität. Jetzt gehen wir weiter zu den Passübungen, Passqualität und erster Kontakt trainieren. Zuerst am Boden flach und dann werden wir auch noch hohe Bälle spielen, um da einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Let's go, guys! Also wir starten mit der kleinen Wand und zur Markierung nehmen wir hier einen x-beliebigen Gegenstand. Ja, Schuhe hat jeder, von dem her einfach nehmen, was du hast und dann loslegen. No excuses! Bei diesen Übungen für die Passqualität und die Ballannahme ist es wichtig, ein gerader Pass spielen, der ganz flach kommt und dann der erste Kontakt muss sauber sein. Wenn diese Dinge stimmen, dann können wir auch hier das Tempo steigern und dann werden wir immer stärker. Jetzt gehen wir weiter an die hohe Wand. Dort möchten wir ein bisschen die Technik schulen, damit wir den Ball in der Luft besser kontrollieren können und ein besseres Gefühl aufbauen. Diese Übungen sind am Anfang nicht ganz einfach, aber es geht darum, dass du gute Spannung im Fuß behältst. Und zuerst machen wir die
Innenseite und dann bei der zweiten Übung mit dem Vollspann. Bei dieser Übung geht es darum, dass dein langer Ball ziemlich stark kommt und dann der erste Kontakt muss richtig in den Lauf sein. Er darf aber auch nicht zu weit kommen und dann mit 100% gehen. Und dadurch findest du ein besseres Gefühl. Der erste Kontakt darf nicht zu nah sein, nicht zu weit und du wirst dynamischer sein bei den Ballannahmen aus der Luft. Passspiel und Annahme sind wir jetzt fertig. Jetzt gehen wir zum Abschluss. Wir machen zwei verschiedene Varianten. Einerseits aus dem Lauf und die andere fokussieren wir auf den Schuss, auf verschiedene Schussarten. Wir zeigen es euch vor. Let's go! Am Anfang kannst du hier verschiedene Schusstechniken üben, ganz einfach deinen Ball etwas vorlegen. Hier machen wir Vollspann, Innenseite und so weiter, damit du einfach die Wiederholungen ein bisschen drin hast und natürlich zielen und dann erst an der Stärke arbeiten. Jetzt kommen die Abschlüsse aus dem Lauf. Hier möchten wir wirklich Tempo machen, Finten einbauen, damit wir da ein besseres Gefühl dafür bekommen im Matchtempo. Einige Schüsse haben wir jetzt gemacht und nun gehen wir noch zu einem Kraftteil über. Dort machen wir nur die Basics. Also wenn jemand schon fortgeschrittener ist, kann er natürlich noch schwierigere und intensivere Übungen machen. Wir starten aber mit den Basics. Erste Übung für den Core. Zweite Übung, Liegestützen für Brust, Schulter und Trizeps. Zuerst der Klassiker. Und wenn dieser zu einfach ist, dann nein, Spaß, Leute. Aber mit dem Klatschen, das wäre der nächste Step. Dann für die Rückenmuskulatur. Hochziehen. Und das war's. So Leute, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. So könnt ihr ein effektives Training machen ohne Equipment. Und wenn du auch du den nächsten Step erreichen willst, dann komm zu uns ins Training. Und ja Leute, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns. Money pals, need a money counter. I broke my thumb from thumbing down. Wifey on my line, she told me to dumb it down. Mama on my line, asking how I'm dumber now. I think you only love me 'cause I'm popping. This a layup, this a